Hallo zusammen, mein YouTube-Kanal hat die 500 Abonnenten erreicht und somit herzlich willkommen zum 500 Abonnenten-Spezial 25 Jahre Trommelei und kein bisschen leise. In diesem Video geht es darum, dass ich über meine 25 Jahre Trommelei bzw. Schlagzeugspielen reden möchte. Ich möchte euch darüber erzählen, was so in den 25 Jahren passiert ist und geschehen ist, was ich erreicht habe und noch vieles mehr. Bevor ich jedoch dieses Video starte, möchte ich mich bei jedem, der mich abonniert hat, bedanken. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Es ist wirklich spitzenmäßig, dass ich bereits jetzt so viele Abonnenten habe und ich freue mich natürlich über jeden, der mich abonniert hat. Also wirklich danke, danke, danke. Und jetzt geht's weiter zum eigentlichen Video. Ja, ich spiele also jetzt 25 Jahre Schlagzeug dieses Jahr und ich fange damit an, wie alles angefangen hat. Also, ich war 11 Jahre alt, das war 1998 und da habe ich mein erstes Schlagzeug bekommen. Das war ein weißes Pearl Export mit den damaligen üblichen Standardgrößen 12 Zoll und 13 Zoll Hängetom, 16 Zoll Floortom bzw. Standtom und 22 Zoll Bassdrum, aber dafür eine andere Snare. Dieses Set habe ich 10 Jahre lang gespielt und in diesen 10 Jahren hat es mehrere Fellwechsel bekommen, mehrere Fellfirmenwechsel, also ich habe meistens Evens gespielt, aber auch Remo, glaube ich. Aber am Ende habe ich Evens gespielt auf dem Set und das habe ich dann auch auf das Kirchhoff-Set übernommen, bis ich irgendwann Remo gekauft habe. Aber dazu später mehr in diesem Video. An Becken gab es damals die Peiste 302er Serie, die habe ich dann auch eine Zeit lang gespielt, dann kamen ein paar andere Becken dazu und irgendwann habe ich dann ein professionelles Peiste Set gespielt und zwar war das damals aus der Signature Serie, also Peiste Signature, die 14 Zoll Power Hi-Hat und das 18 Zoll Heavy Shiner und aus der Root Serie dann das 16 und 18 Zoll große Ride Crash bzw. ja Ride Crash und die 20 Zoll große Power Ride. Das Set habe ich dann eine Zeit lang gespielt, dann wurde die Power Ride durch ein 22 Zoll großes Sabian AX Metal Ride ersetzt und diese Beckenkombination habe ich dann auch auf das Kirchhoff Set mit übertragen und in diesen ersten 10 Jahren habe ich auch in einer Schuhband gespielt und da habe ich natürlich auch immer wieder viele Auftritte gehabt und so in der Schule und ja, leider keine Bands gehabt, aber ich habe in der Familie Musiker und da habe ich auch schon mal ein bisschen mitgespielt bei deren Bands und ja, in diesen ersten 10 Jahren ist das also geschehen, dass ich halt in dieser Schulband gespielt habe und dass ich halt auch bei der Familie am Schlagzeug gesessen habe bei irgendwelchen Bands. Und ja, dann kam der Wechsel zu Kirchhoff 2008 und ja, die Geschichte kennt ihr ja ein bisschen, wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt, da könnt ihr genau sehen, da habe ich über diese Kaufgeschichte und alles gesprochen und was in den letzten 6 Jahren an Becken und so weiter hinzugekommen ist, das habt ihr auch alles
gesehen. Und jetzt gibt es aber dennoch, was Becken betrifft, eine Besonderheit. Und zwar 2010 habe ich mir einen Satz Saluda-Becken gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil ich damals diesen Klang einfach genial fand. Ich habe im Internet recherchiert, welche Becken mir am besten gefallen. Und dann haben mich die Saluda-Becken komplett überzeugt. Und was sind Saluda-Becken? Saluda-Becken kommen aus Amerika. Das sind sehr spezielle Custom-Becken, die ich auf meine Bedürfnisse herstellen habe lassen. Und die Hi-Hat seht ihr immer noch da im Hintergrund. Und das ist auch noch das einzige Becken, was ich von Saluda spiele. Die anderen sind irgendwo. Und ich habe auch in der Zwischenzeit Wuhan Shiners gespielt, das habt ihr auch gesehen. Und ja, das war's also mit dem Equipment. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, und zwar die soziale Ebene des Schlagzeugspielens, und zwar die Freundschaften und Bekanntschaften des Schlagzeugspielens. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Freundschaften abschließen dürfen in den 25 Jahren, wo ich Schlagzeug spiele, in allen Ebenen des Schlagzeugspiels, vom Anfänger bis zum wirklichen Star im Schlagzeugspielbereich. Und viele Freundschaften haben sich jahrelang wirklich gehalten, teilweise über 20 Jahre oder über 10 Jahre. Und es ist absolut Wahnsinn, welche Freunde ich dadurch erreichen konnte, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Da habe ich ganz, ganz viele professionelle Schlagzeuger in meinen Kontakten, aber auch mittelmäßige und Anfänger und welche, die aus Spaß spielen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz hohe Bandbreite an verschiedenen Kontakten, Bekanntschaften, Freunde durch die ganzen Jahre, die ich halt eben Schlagzeug spiele. Und das ist wirklich ganz wichtig in meinem Leben, dass ich diese Freundschaften habe und dass ich sie auch immer wieder aufrechterhalte und dass sie auch bestehen bleiben, denn das Musizieren bzw. diese Freundschaften sind dadurch entstanden, dass sie auf der Leidenschaft fußen, die halt eben das Musizieren oder das Schlagzeugspielen ist. Das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Schlagzeugspielen selbst. Wie ist das entstanden? Was habe ich für einen Hintergrund? Wie ist das Ganze verlaufen? Also, ich habe einen Hintergrund, der daraus besteht, dass ich Unterricht gehabt habe, sowohl früher in der Schulband als auch durch verschiedene Lehrer. Ich hatte also Unterricht gehabt und dann habe ich mir alles selber audiodidaktisch beigebracht und ich bin immer noch dabei, mir viele verschiedene Dinge beizubringen. Und ja, in den 25 Jahren habe ich natürlich sehr viel gelernt und gelernt und gelernt und gelernt und ich bin immer noch nicht fertig, weil es gibt so viele tolle Dinge, die man im Schlagzeugspielen lernen kann und ich bin natürlich auch immer wieder sehr offen dafür, was zu lernen und was auszuprobieren und immer wieder neue Sachen zu lernen, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig natürlich. Und es macht mir einfach viel Spaß, sehr viel zu lernen. Und ja, in den 25 Jahren, wie gesagt, ist einiges hinzugekommen. Und jetzt kommt ein anderes Thema,
und zwar das Wissen über Equipment. Ich habe mich in den 25 Jahren sehr viel auseinandergesetzt mit dem Equipment, was man sich so als Schlagzeuger kaufen kann, was man sich da kaufen kann, welche Dinge es gibt, welche Kesselkonstruktionen und. Also da kann ich auch sehr, sehr viel von erzählen. Ich habe da wirklich sehr viel Wissen angeeignet und ja, das finde ich auch gut. Das macht auch Spaß, sich über das Wissen auszutauschen mit anderen Musikern und Schlagzeugern und ja, ich lerne auch da immer mehr dazu. Ich habe letztens noch ein paar Firmen gefunden, wo ich mir denke, boah, sind die geil. Da will ich irgendwann mal was von haben. Und ja, deswegen bin ich auch Geld am Sparen, damit ich die Möglichkeit habe, mir davon irgendwann mal was zu kaufen. Und jetzt kommt ein weiteres Thema und zwar die sozialen Medien bzw. YouTube. In den sozialen Medien bin ich, glaube ich, seit ja, 13 Jahren ungefähr aktiv, 2009, 2010, unter anderem auf Facebook und irgendwann kam Instagram dazu und ja, irgendwann YouTube. Und ja, da war auch ein kleiner Erfolg zu vermessen. Also nochmals vielen Dank für 500 Abonnenten an dieser Stelle. Und ja, die sozialen Medien haben natürlich auch viel gebracht, denn man kann ja da auch viel lernen und viele Freundschaften knüpfen und. Also die sozialen Medien haben eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben mittlerweile eingenommen. Die sozialen Medien sind mir sogar so wichtig, dass es ohne soziale Medien fast gar nicht mehr geht. Und das ist halt eben auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Thema und zwar die Bands. In den 25 Jahren habe ich schon, wie ich gesagt habe, in der Schulband gespielt und danach habe ich auch, oder in dieser Zeit habe ich auch bei meiner Familie des Öfteren mal am Schlagzeug gesessen bei verschiedenen Bands und ich selber war noch nie wirklich fest in einer Band gewesen und ja, das liegt auch daran, dass es passiert, dass ich sehr schnell abdrifte von der eigentlichen Arbeit des Schlagzeugs zum Solo hin und das muss ich noch ein bisschen mehr üben, dass ich mehr Rhythmusarbeit leiste, beziehungsweise ja, ein bisschen vielleicht rausgehe, aber halt eben nicht so viel, dass es too much wird. Also wirklich nicht so viel, aber dass es halt eben so für den Song einfach reicht. Und ja, das ist eine Notiz an mich. Also bitte bleib im Rhythmus und gehe, wenn möglich, nur gering raus, außer es sei denn, es muss gemacht werden. Also, das so viel zu den Bands. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin einfach immer noch glücklich darüber, Schlagzeug spielen zu können und zu dürfen. Es macht so, so, so viel Spaß. So unglaublich viel Spaß, dass es einfach jedes Mal klasse ist, wenn ich am Set sitze, dass ich dann so viel Spaß habe, dass ich teilweise sogar lachen muss, wenn ich irgendwas geil finde. Und es macht Spaß zu spielen,
etwas auszuprobieren, zu experimentieren. Und es macht wirklich Spaß, mich selbst am Set zu unterhalten. Und das ist das wirklich Wichtige. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, morgen kommt dann noch die englische Version dieses Videos. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Abonnieren. Macht es gut. Ciao.